Hallo und herzlich willkommen zum 23. Dezember. Jetzt müssen wir mal gucken, schön vorsichtig. Ja. Nicht, dass was kaputt geht und ihr seht, das kommt ja schon raus. Zu mache ich das gleich. Man kann das ja immer noch von der einen Seite und so, kennt man ja. Das wird passen. Erstmal zur Seite damit und wir fangen mit dem 23. direkt an. Das heißt, ich klebe auf und ich mache die Löcher rein und dann sehen wir uns wieder. Wir machen das mal hier ganz flott. So, also meine Lieben, da sind wir wieder. Ich habe festgeklebt, Löcherchen reingemacht und jetzt kommen wir natürlich zu dem Teil, der am meisten Spaß macht. Wir dekorieren. Und da wir ja immer noch in diesem, ich zeige Ihnen nochmal, Paperblocks sind mit diesen Backsachen, ist natürlich das zentrale Thema weiterhin dieses. Und ich ziehe das einmal so komplett ins Bild, wie ich mir das zusammengelegt habe, weil ich würde das gerne so hier draufkleben. Ich finde das so süß. Und damit fangen wir am besten auch direkt an. Ich hoffe, ich kriege das so wieder zusammen gleich. Ich guck mal. Aber ich denke, ich bin da optimistisch. Als erstes kleben wir natürlich das große Rezeptbuch auf. Also einmal hier. Und das Sternchen noch. Und das war hier. Hoffe ich. Und wenn, dann ist es jetzt dort. Ich würde sagen, diese Seite lassen wir so. Doch, die lassen wir so. Jetzt geht es auf der Seite weiter. Wobei, nee, ich hatte hier noch was liegen. Aber ich glaube, das kriegen wir. Kriegen wir das noch da drauf? Klar kriegen wir das da drauf. Was für eine Frage. So, die Frage, habe ich hier noch genug Klebe? Zumindest für diese Bändchen hier oben. Ich glaube nicht, dass das reicht. Und hier unten machen wir das Ganze mit dem Mäuschen. Müsste klappen. So, Cookies for Santa muss da ja drauf. Wir müssen ja wissen, für wen die Kekse sind. Oh Mann. Okay, so lassen wir das jetzt aber. Mehr passt da jetzt aber nicht drauf, weil das, die Ecke war ja noch frei. Das ist okay. Jetzt haben wir hier noch Platz und jetzt kommen wir zu dieser Seite. Und das wird ein bisschen spannend. Also, das kommt auf jeden Fall hier in diese Ecke. Das ist ganz klar. Ob wir da jetzt nämlich alles drauf kriegen. Ich bin gespannt. Da habe ich mir nämlich einiges hier hingelegt, was ich da drauf haben wollte. Mal gucken, ob ich das zusammenkriege, wie ich das haben möchte. Wir schauen. Einmal. Den hier. Ja, so. So ist das Set. Und als erstes der Sack mit dem Mehl. Das passt natürlich super mit diesem mit dem Mixer dabei. Das wollte ich schon KitchenAid sagen. Das heißt, wir kleben als erstes den auf. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich erst den Zucker und dann die Milch? Kommen wir noch ein Stück höher, machen besser, ne? So, ja, machen wir erst den Zucker, dann die Milch. So, ja, ein Stück höher, so. Okay, dann die Milch daneben. Ja, dann wollte ich ganz gern die Eier, aber das weiß ich noch nicht. Das hatte ich auch schon. Die müssten ja so dann dahin, wenn wir die Erde dahinter packen. Ne? Das ist ja Flüssigkleber. Das müsste irgendwo dazwischen hält es jetzt. Bestimmt. hier kommt schon was raus. Nee, wir lassen es mal in Ruhe. Die Ecke finde ich gut. Und jetzt
Ich habe wirklich nicht übertrieben auf dieser Seite. Möchte ich da oben noch was haben? So. Das ist für die Ecke hier oben. Auf jeden Fall werden wir erstmal. Das ist ja ein Teigstück. Das passte alles so schön zusammen. Ich wollte das alles haben. Also muss das jetzt auch alles auf diese Seite drauf. Hätte ich mal den Block vorher genommen. Naja. Naja, hinterher ist man immer schlauer. Das sind so ein paar Ausstichförmchen, die dabei waren in dem Block. Und dann let's roll. So hatte ich mir das vorgestellt tatsächlich. Wobei ich bei dem Tannenbaum jetzt gerade, wenn wir den einfach so daneben legen. Machen wir. Ich sage ja, aufgeklebt sieht es dann am Ende doch noch mal ein bisschen anders aus. Einmal das Sternchen. Das kleine Sternchen. Wobei ich mache das mal damit. Einmal hier den Tannenbaum. Ein bisschen den Tisch mit angeklebt. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Gehört dazu. Und jetzt das Teilchen noch. Ist der alle? Der ist alle, oder? Na. Das wäre es jetzt. Und dann let's roll. Oder? Kann man machen. Aber natürlich ist das noch nicht genug für diese Seite. Ich habe mir noch überlegt, dass ich da noch sowas runterfallen lassen möchte. So. Das müssen wir aber nochmal hier mitmachen, weil das ein paar Kleinteile sind. Und die sollen da mal drauf. Und dann. Okay, ich würde sagen, der 23., der kann sich sehen lassen. Da ist ordentlich was los. Naja, wir sind ja auch in den Vorbereitungen zu Weihnachten. Ne? Morgen ist soweit. Naja, gut. Ich würde sagen, damit ihr den 24. nicht verpasst, lasst gerne ein Abo da, einmal die Glocke drücken noch. Und ich würde sagen, bis schon ganz bald.